Seit einigen Wochen tritt ein, wovor die Vereinten Nationen schon länger gewarnt haben. Menschen im nördlichen Teil von Gaza sterben an Hunger und Mangelernährung. Laut der UN droht 500.000 Menschen der Hungertod. Wie kann das sein? Ein Team von Zeit und Zeit Online hat monatelang dazu recherchiert, mit Betroffenen im Gazastreifen gesprochen, die jordanische Luftwaffe bei einer Hilfslieferung begleitet, war in Ägypten bei der Logistik. Und das schauen wir uns an. Hallo und willkommen zur 39. Folge von Was jetzt die Woche. Ich sage es direkt zu Beginn, in dieser Sendung werden Bilder zu sehen sein, die verstören können. Die Versorgungslage im Gazastreifen ist desaströs. 70% der Menschen im Norden sind von katastrophalem Hunger betroffen. Die Lage in Gaza ist jeden Tag die Hölle. Für die Menschen, die dort nichts mehr zu essen haben, vor allen Dingen für Kinder. Rund die Hälfte der Bevölkerung sind Kinder. Und ausgerechnet für sie sind die Auswirkungen von akuter Unterernährung am schnellsten spürbar und besonders schwerwiegend. Es gibt kein Gemüse, Obst, Fleisch, nichts, was irgendjemand essen könnte. Da ihm dies entzogen wurde, wurde sein Körper geschwächt. Er verlor viel Gewicht und dehydrierte. Außerdem leidet er an Mukoviszidose in der Brust, was sich ebenfalls auf seinen Gesundheitszustand auswirkte. Weil durch Unter- oder Mangelernährung das Immunsystem geschwächt wird, ist der Zustand der Kinder mit Vorerkrankungen besonders kritisch. Aber auch für gesunde Kinder steigt das Risiko, wegen Unterernährung schon an einfachen Krankheiten zu sterben. Die UN schätzt, dass in Gaza rund 50.000 Frauen schwanger sind. Auch die Versorgung der rund 25.000 Babys, die seit dem Ausbruch des Krieges zur Welt gekommen sind, ist für viele Frauen kaum noch möglich. Es gibt keine Milch auf dem Markt. Also mussten wir Datteln kaufen und daraus Sirup kochen. Ich musste das tun. Ich kann sie nicht stillen. Hungersnöte werden von der UNO nach dem IPC-Schema eingestuft. In 5 Stufen wird beurteilt, wie viele Menschen wie stark von Hunger betroffen sind. Stufe 5 bedeutet, mindestens 20% der Bevölkerung droht der Tod. Sie steht also für Katastrophe. Und diese Stufe sei für 1,1 Millionen Menschen in Gaza erreicht. Die Hälfte der Bevölkerung. Sie haben sehr wenig zu essen, kaum Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Unterkünften und können nirgendwo hin, wo sie sicher sind. Im Norden des Gazastreifens sterben kranke Kinder und Menschen mit Behinderungen bereits jetzt an Hunger und Krankheiten. Wir müssen alles tun, um eine völlig vermeidbare, von Menschen verursachte Hungerkatastrophe abzuwenden. Wenn die Nahrungsmittelverteilung nicht massiv verbessert werde, stehe ein Massensterben bevor. Wie konnte es so weit kommen? Nach dem Terroranschlag der Hamas hatte Israel den Gazastreifen erst komplett abgeriegelt. Ende Oktober erlaubte die israelische Regierung dann erste Hilfslieferungen, täglich 200 Lastwagen. Vor dem Krieg waren es etwa 500 Lastwagen pro Tag. Im Februar wurden sehr viel weniger Hilfsgüter geliefert. Nur an 4 Tagen im Monat wurde das Kontingent der 200 Lastwagen erreicht. Israelische Vertreter betonen, sie würden alles dafür tun, die humanitäre Lage zu verbessern. Finanzminister Bezalel Smotrich blockierte zeitweise Mehllieferungen für Gaza, die vom Hilfswerk UNRWA hätten verteilt werden sollen. Immer wieder versperren israelische Aktivisten den Grenzübergang Kerem Shalom. Das Argument? Die Hilfsgüter gelangten in die Hände der Hamas und würden von ihnen überteuert auf den Märkten verkauft. Auf die Frage einer CNN-Journalistin, weshalb der israelische Premier nicht mehr Grenzübergänge für Hilfslieferungen öffnen ließe, antwortet Benjamin Netanyahu: Nun, unsere Politik besteht nicht darin, eine Hungersnot entstehen zu lassen, sondern die Einfuhr für die Hilfsgüter, die benötigt werden, zu bewilligen. Bei allem Respekt, Sir, das passiert aber nicht. Das Haupthindernis dafür ist tatsächlich die Hamas. Es passiert nicht. Nun, im Norden sagten sie, sie hätten die Hamas zerstört. Wenn die Hamas nicht im Norden ist, wie nimmt die Hamas dann Lebensmittel weg? Wenn man mehr Grenzübergänge öffnet und mehr Lebensmittel in die Gegend bringt, hungernden Menschen erlaubt zu essen, würden die Plünderungen vielleicht nachlassen? Das liegt in der Natur des Menschen, nicht? Genau das passiert ja, weil wir die Zahl der Lastwagen erhöht haben. Die humanitäre Hilfe für Gaza ist auch in Israel ein Thema. In einer Umfrage des Israel Democracy Institute von Mitte Februar lehnten 68% der jüdischen Israeli Hilfslieferungen nach Gaza ab.
Ende Februar stellte das Welternährungsprogramm der UNO die Lieferungen in den Norden zeitweise ein. Es seien mehrere Lastwagen geplündert worden und die Sicherheit der Mitarbeiter konnte nicht mehr gewährleistet werden. Die Bevölkerung im Norden lebt von Brot aus gemahlener Spreu, was im Wesentlichen Tierfutter ist. Und vor einigen Wochen ging ihnen auch dieses Brot aus. Die Situation ist also absolut schrecklich, wenn es um Ernährungssicherheit geht. Daher ist eine Entscheidung wie diese, die Lieferungen in die Region vorübergehend einzustellen, nicht einfach. Seither versuchen Jordanien, die USA und Deutschland, die akute Not mit Hilfsgütern aus der Luft zu lindern. Den hungrigen Menschen hilft das aber nur wenig. Die Mengen, die aus einem Flugzeug abgeworfen werden, entsprechen etwa einer kleinen LKW-Ladung. Und sie landen nicht immer auf dem Boden. Es gibt Berichte von ertrunkenen Palästinensern, die verzweifelt versuchten, die Hilfsgüter aus dem Meer zu retten. Anfang April öffnete Netanyahu auf großen Druck von US-Präsident Joe Biden einen weiteren Grenzübergang in Erez im Norden. Weitere Schritte seien notwendig, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Es darf keine Ausreden mehr geben. Denn diese Schritte sind ganz konkret Nahrungsmittel, Wasser und Medikamente für Menschen, die seit Monaten dringend darauf warten. Das humanitäre Völkerrecht besagt, dass der Schutz der Zivilbevölkerung bei Krieg gewährleistet sein muss und Hunger nicht als Waffe eingesetzt werden darf. Besteht hier ein Bruch? Das und mehr bespreche ich mit meinem Gast. Jetzt bei mir im Studio ist Vanessa Wu. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist Redakteurin im Ressort X von Zeit Online und Buchautorin. In 2 Wochen erscheint dein erstes Buch über die Spuren von Fluchtmigration. Und du warst eben auch an dieser großen Recherche fürs Dossier der Zeit zur Hungerkrise im Gazastreifen beteiligt. Ich habe es vorher gerade schon angesprochen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte zum Beispiel eben in Brüssel, Israel setze Hunger als Kriegswaffe ein. Wie bewertest du das? Es ist tatsächlich nicht nur der EU-Außenbeauftragte, sondern auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Er sieht ausreichend Hinweise darauf, dass Israel möglicherweise Aushungern als Kriegsverbrechen nutzt und hat deswegen am 28. März auch Israel angeordnet, sofortige und effektive Maßnahmen zu ergreifen, um eine Grundversorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu gewährleisten und auch regelmäßig Berichte abzugeben, wie weit das schon fortgeschritten ist. Tatsächlich ist es so, dass wir in nahezu allen bewaffneten Konflikten auch Hungerkatastrophen sehen. Also das geht oft miteinander einher und lange galt das so als natürliche Konsequenz. Es passiert halt so im Krieg, haben Leute halt Hunger und Durst. Aber so langsam setzt sich auch das Rechtsverständnis durch, dass dahinter auch oft politisches Kalkül steht. Welche Voraussetzungen müssten denn gegeben sein, damit ein Krieg eben nicht automatisch auch eine Hungersnot bedeutet? Ja, du sprichst einen sehr wunden Punkt an. Eigentlich ist die Geschichte der Hungersnöte oder auch des Aushungerns einer Zivilbevölkerung so lang wie die Geschichte der Kriege ist. Man sieht das bis ins historische Karthago zum Beispiel rein, aber auch alle jüngeren Konflikte gingen mit Hungersnöten einher. Was neu ist, ist tatsächlich die strafrechtliche Verfolgung. Und es ist ja nicht automatisch so, dass eine strafrechtliche Verfolgung dazu führt, dass es ein Verbrechen nicht mehr gibt. Aber es führt schon dazu, dass Staaten sich mehr angehalten fühlen, sich daran zu halten oder wenigstens zu versuchen, es zu leugnen oder zu verhindern. Und das ist eine Rechtsentwicklung, die wir in den letzten Jahren gerade beobachten. Es braucht aber noch Präzedenzfälle, es braucht ganz viel Erfahrung damit, wie dokumentiert man eigentlich so eine Hungerkatastrophe, was braucht es? Es braucht zum Beispiel nicht die Anzahl der Toten, sondern es reicht, nachweisen zu können, dass es eine vorsätzliche Aushungerung der Bevölkerung gab und dass zum Beispiel Hilfslieferungen gezielt blockiert oder angegriffen werden. Reden wir über die Rolle Deutschlands in diesem Krieg. Ist es denn ein Widerspruch, dass wir Israel mit Rüstungsgütern versorgen und gleichzeitig Hilfsgüter nach Gaza schicken? Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen der politisch-rechtlichen Ebene und der moralischen Ebene. Und die Bundesregierung handelt natürlich auf der politisch-rechtlichen Ebene. Dort leistet sie Israel militärischen Beistand bei seiner Selbstverteidigung. Also Israel hat ein unbeschreitbares Recht auf Selbstverteidigung, indem es zum Beispiel die Hamas versucht zu besiegen und die eigenen Geiseln zu befreien. Aber auf moralischer Ebene ist es natürlich ein bisschen anders. Da ist es völlig grotesk, dass wir gleichzeitig Waffen liefern und essen. Jetzt ist der Grenzübergang in Erez geöffnet worden. Das heißt, es gelangen wieder mehr Güter in den Norden des Gazastreifens. Israelische Repräsentanten verweisen jetzt auch auf Fotos, auf denen man dann sieht, wie auf dem Markt im Norden Lebensmittel gehandelt werden. Wird sich der Norden damit von dieser akuten Hungersnot erholen können in Zukunft? Was sagen uns diese Fotos? Diese Fotos sind
nach außen betrachtet beruhigend, aber der ein sehr anerkannter Hungerexperte, Alex de Waal, hat mal Hungerkatastrophen mit einem Güterzug verglichen. Also die sind sehr schwerfällig, es dauert eine Weile, bis sie ins Rollen kommen und es dauert noch viel länger, um sie anzuhalten. Das heißt, selbst wenn es jetzt Hilfslieferungen gibt, die Katastrophe ist schon in vollem Gange. Und Hunger funktioniert leider nicht so, dass man, wie wir das im Alltag kennen, dass man Hunger hat und dann was isst und dann ist wieder alles gut. Das ist auch das, was gerade viele Krankenhäuser im Gaza erleben, dass dort Mangel und unterernährte Kinder und Babys zum Beispiel eingeliefert werden, die dann auch angeschlossen werden, aber dann trotzdem versterben. Das Welternährungsprogramm geht sogar davon aus, dass selbst wenn jetzt wieder in großer Menge Hilfsgüter ankommen, und dafür haben wir keine Anzeichen, wir sehen nur, dass überhaupt etwas ankommt, dass es eigentlich in vielen Teilen Gazas schon zu spät ist, um die Menschen noch wirklich zu retten. Also viele gehen noch von weiterhin steigenden Todeszahlen aus, egal was jetzt noch ankommt. Die israelische Regierung sagt, dass das Problem eigentlich nicht sei, dass zu wenig Hilfsgüter nach Gaza kommen würden, sondern dass die Hamas diese dann sofort plündern und zu hohen, teuren Preisen auf Märkten dann eben verkaufen würden. Was habt ihr dazu rausgefunden? Stimmt das? Mit so einer Eindeutigkeit wäre ich da definitiv zurückhaltend. Also wir haben mit Hilfsorganisationen gesprochen, mit Betroffenen und sie alle schildern uns, und das geht in die Richtung, dass die öffentliche Versorgung zusammengebrochen ist, dass es keine systematische, effiziente Verteilung von Hilfsgütern gibt. Aber es haben sich verschiedene Strukturen ausgebildet. Also natürlich gibt es Diebesbanden, aber es gibt auch undurchsichtige Tauschgeschäfte. Also wenn Leute zum Beispiel einen großen Sack Mehl abbekommen, dann werden sie den auch eintauschen gegen Geld normalerweise, um sich dann davon Öl oder Gemüse zum Beispiel zu kaufen. Das heißt, ja, wir haben viele Berichten von Diebstahl, aber es ist auch einfach so, dass wirklich sehr wenig ankommt und das, was ankommt, da herrscht das Recht des Stärkeren. Unser Kollege Yassin Musharwasch, der hat die jordanische Luftwaffe dabei begleitet, wie die eben Hilfsgüter über Gaza abgeworfen haben. Wir haben es vor im Einspieler gesehen, eben, dass die teilweise auch im Wasser landen, also dass das ganz schön schwierig ist. Wie funktioniert das in der Praxis? Wie geht die Luftwaffe davor, um möglichst zu bewerkstelligen, dass die Pakete auch die Menschen erreichen? Man muss sagen, selbst wenn man das gut koordinieren könnte, man kann nicht völlig gezielt vorgehen. Dieser Gazastreifen ist ja auch wahnsinnig klein. Also Yassin Musharwasch hat ja auch erzählt, man fliegt da eigentlich nur, das ist eine Sache von Sekunden und Minuten, dass man da drüber fliegt und dann wirft man halt ab und hofft, dass es irgendwie gut landet an einer der Stellen. Es gibt auch Stellen, da landen mehr Hilfsgüter als an anderen Stellen, aber von einer gezielten Versorgung kann man nicht sprechen, und das kreiden auch immer wieder dann Hilfsorganisationen an, die sagen, eigentlich müssen wir den Landweg verbessern und eine Lieferung wieder über LKWs, wie es ja auch vorher, vor diesem Krieg geschehen es ermöglichen. Und gab es dabei auch schon Unfälle? Also nicht nur, dass die Pakete im Meer gelandet sind, sondern vielleicht auch jemanden erschlagen haben? Genau, diese Berichte erreichen uns auch immer wieder, aber es ist schwierig, zum Gazastreifen die Informationen alle vollständig zu verifizieren. Aber immer wieder erzählen uns Leute, dass wer hingeeilt ist, und dann ist natürlich die Not auch groß und der Erste kriegt eben, was da abgefallen ist. Das eine ist eben, dass Hilfsgüter aus der Luft im Gazastreifen ankommen, aber natürlich auch eben über den Boden, zum Beispiel von Ägypten aus. Die Kollegin Samia Shafi war da und hat sich das angeguckt. Da gibt es zum Beispiel in Port Said in der Hafenstadt Lagerhallen voller Kisten, die eigentlich in den Gazastreifen sollten, aber das ist nach wie vor schwierig, ne, zu bewerkstelligen. Genau, das ist es leider. Also es gibt alle möglichen behördlichen Gründe, die dann vorgebracht werden. Diese Ware muss zum Beispiel sehr genau inspiziert werden. Und wenn irgendwas Verdächtiges kommt oder etwas, das als Kriegswaffe potenziell eingesetzt werden könnte, und dazu zählen auch schon Scheren oder solche Güter, dann wird das manchmal nicht zugelassen. Und zwar die ganze Hilfslieferung. Da werden nicht einzelne Güter entfernt, sondern es wird nochmal, alles geht dann wieder zurück. Es muss wieder neu gepackt werden. Es muss wieder komplett neu inspiziert werden. Und so verzögern sich diese Hilfslieferungen auf unglaubliche Weise. Seit Mitte März steht ihr auch in Kontakt zu Mahmoud Omar. Er hat eine Suppenküche im Gazastreifen eröffnet und fährt täglich an den äußersten nördlichen Rand des Gazastreifens, also nahe der Grenze zu Israel schon, weil dort das Gemüse ein bisschen günstiger ist. Und trotzdem für mich wahnsinnig vorstellbar, ne, dass er seit Monaten diese Suppenküche tatsächlich jeden Tag betreibt. Woher nimmt er die Ressourcen und die Kraft? Also er macht das wirklich unter Einsatz seines Lebens. Es ist lebensgefährlich, es wird manchmal geschossen. Bei ihm ist es so, dass es eine sehr große Suppenküche ist. Er war vorher auch gar nicht Koch, sondern hatte einen Handyladen. Und dass er jetzt diese Aktion macht, hat er einem
Helfer gewissermaßen zu verdanken, seinem eigenen Bruder, der 9000 Kilometer entfernt in den USA sitzt, in Virginia, und auch Erfahrungen mit humanitärer Hilfe hat. Er hat nämlich lange für das Palästinenserhilfswerk gearbeitet. Ich glaube, der arbeitet da auch jetzt noch und sammelt in den USA Spenden, die dann eben in Gaza auch ankommen, sodass ja dieser Mahmoud sich davon auch Essen kaufen kann. Aber natürlich sind die Ressourcen begrenzt. Sie versuchen so viel wie möglich für ja so viele Leute wie möglich zu kochen. Wir berichten ja über große Zahlen. Das ist schwierig, einzelne Schicksale rauszugreifen und akkurat abzubilden. Aber eben hinter jeder einzelnen Person vor Ort steht eine krasse Geschichte. Und so auch hinter Naim. Und das war er vor dem Krieg. Was ist mit ihm passiert? Ja, Naim ist ein Junge, der eine Vorerkrankung hatte. Ganz klar ist es nicht, aber von den medizinischen Papieren, die wir einsehen konnten, hatte er Epilepsie, er hatte Krämpfe, er hatte auch eine Lungenentzündung. Also er war schon ein medizinisch-körperlich geschwächtes Kind, aber keins, das todkrank war. Also die Eltern sagten, dass es im Grunde noch eine beherrschbare Situation war. Er brauchte aber halt besondere Versorgung. Und als dann der Norden Gazas, wo er auch lebte, komplett von der Versorgung abgeschnitten war, haben Kinder wie er die größten Schwierigkeiten, also die massivsten Probleme, sodass er sehr um sein Leben gekämpft hat und seine Eltern haben ihn auch ins Krankenhaus gebracht. Letzten Endes ist er aber gestorben und Ärzte sagen, dass er vielleicht nicht gestorben wäre, wenn er den Zugang zu Medizin und Nahrungsmitteln gehabt hätte. Und solche Fälle haben wir häufig. Also es ist nicht so, dass die Leute gerade hungern und einfach aus Hunger reihenweise sterben, sondern dass das Immunsystem gerade geschwächt ist und gerade bei Kindern, die eine Vorerkrankung hatten, das nochmal kritischer ist. Und so war das bei ihm leider der Fall. Und er ist im Alter von 5 Jahren gestorben. Total schlimm. Wie geht ihr eben da dann dabei vor? Also kriegt ihr dann Videomaterial wie das erste Video? Also ich meine, das ist natürlich auch irgendwie makaber, aber ihr lasst ja euch dann bestätigen, dass dieses Kind wirklich gestorben ist. Also lässt sich das alles verifizieren? Das war tatsächlich eine Priorität in unserer Recherche, denn es ist nicht so, dass wir nichts über den Gazastreifen wissen. Er ist nur von Israel und Ägypten für Journalisten abgeriegelt. Also man kommt nicht rein, um das vor Ort zu verifizieren, aber die Leute haben trotzdem immer wieder ein stabiles Internet und schicken viel Information. Und da sehen wir schon viele Fälle von verhungerten Kindern und uns war aber wichtig, einen Fall zu finden, den wir auch ja relativ nahtlos rekonstruieren können, den wir so weit wie möglich verfolgen können. Zum Beispiel eben durch Berichte aus dem Krankenhaus, durch die Aussagen von verschiedenen Angehörigen. Und das war bei ihm der Fall und da haben wir auch immer wieder nachgefragt. Wir haben aber auch immer wieder Fälle, da ist das nicht so leicht möglich. Wir haben außerdem vom Krankenhaus, eins der wenigen, die noch im Norden operieren, auch eine Liste, wo viele Namen von verstorbenen Kindern draufstehen und dort auch die Nummern alle angerufen und uns bestätigen lassen, dass diese Fälle existieren, dass in dieser Familie wirklich ein Kind gestorben ist. 7 Familien haben wir bis Redaktionsschluss erreicht. So war die Priorität das, was dann letzten Endes ins Dossier gekommen ist. Aber wir haben nicht überall Belege finden können, denn oft sind die Leute schnell in den Süden zum Beispiel geflohen und haben alle Papiere, die sie von Krankenhäusern und so weiter hatten, zu Hause gelassen. Die sind dann unter Trümmern begraben oder die Leute sind unterwegs auf der Flucht gestorben und haben dann nicht mehr von irgendeiner offiziellen Stelle einen Totenschein zum Beispiel bekommen. Das ist beim Krankenhausfällen nochmal anders. Es sind nicht nur sehr viele medizinische HelferInnen in diesem Krieg schon gestorben, sondern eben auch viele JournalistInnen. Reporter ohne Grenzen sagt, seit Beginn des Krieges waren es ungefähr 112. Das heißt eben, es ist sehr schwierig, aber es gibt trotzdem noch Journalisten, die da berichten, oder? Und seid ihr da noch im Austausch vielleicht auch mit Leuten, die da vielleicht auch frei berichten? Nicht für genau, also wir hatten auch einen lokalen Fotografen zum Beispiel beauftragt und Leute, die... Na, im Gaza ist es so, wenn Leute so unmittelbar betroffen sind, dann sind sie oft nicht, ich sage in Anführungsstrichen, nur Journalisten, sondern eben auch Aktivisten ihrer Sache und Betroffene, alles gleichzeitig. Ja. Aber viele haben uns natürlich auch geholfen, diese ganzen Informationen zu sammeln und zusammenzutragen. Eine der Informantinnen zum Beispiel, mit denen wir zu tun hatten, hatte uns den Fall von Amal Shaladan weitervermittelt. Das ist eine Frau, die ihre Mutter auf der Flucht verloren hatte. Und von dieser Frau habe ich mal auch eine Sprachnachricht mitgebracht. Einfach als ein Beispiel. Das können wir, wie gesagt, nicht verifizieren. Deswegen steht das auch da nicht im Text. Aber vielleicht können wir anhand dessen auch darüber sprechen, wie wir journalistisch mit solchen Fällen umgehen. Absolut. Hören wir uns an. Ich habe überall und unter den Kisten nach Essen gesucht und nur ein trockenes Stück Brot gefunden, das ich gewaschen und in einer Tasse zerkleinert habe.
Dann habe ich es mit Milch aus meinen Brüsten beträufelt und versucht, es meiner Mutter zu geben. Ich habe es ihr in den Mund gesteckt, aber sie konnte es nicht schlucken. Am Ende habe ich versucht, ihr nur die Milch zu geben, aber sie hat nur gekeucht und starb. Genau, das ist so ein Fall, der total unter die Haut geht, den wir aber nicht so belegen können. Aber wir haben inzwischen von vielen solchen Fällen gehört. Also ich habe jetzt auf persönlicher Ebene keine Zweifel daran, dass das sich so zugetragen hat. Das ist ja auch dann, man kann ja die Leute auch sprechen hören, wie sie etwas erzählen. Dann sind Dinge auch plausibel. Solche Prüfungen kann man dann auch anstellen. Aber das ist ja das gewissermaßen Dramatische an diesem Konflikt, das ist kein Krankenhausfall, den man von außen gut zeigen könnte. Deswegen ist es auch so wichtig, dass es eigentlich einen Zugang geben sollte in den Gazastreifen, damit wir nicht nur von außen auf Informationen angewiesen sind, die wir factchecken können. Das ist ein Teil unserer Arbeit, das ist Teil von gutem Journalismus. Sondern es wäre auch wichtig, dass man auch eigentlich vor Ort berichten könnte. Weil dann könnte man direkt sich das angucken, mit den Leuten sprechen und ganz anders nochmal überprüfen. Das US-Militär, wenn es jetzt nochmal um die Hilfslieferungen geht, zurück zu den Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen können, um diese Not ein bisschen zu lindern. Das US-Militär hat mit dem Bau eines provisorischen Hafens in Gaza begonnen und über diesen Anleger sollen dann mehr Hilfsgüter wieder in den Gazastreifen gelangen. Glaubst du denn, dass damit die Bevölkerung in Zukunft besser versorgt sein wird? Ich sag mal so, die Versorgung der Zivilbevölkerung ist eine Sache des politischen Willens und das zeigen auch die letzten Tage, als Israel die Grenzen wieder ein bisschen gelockert hat und wieder mehr reinkommt. Und im Grunde könnten alle deutlich mehr tun, um die Bevölkerung zu versorgen und eigentlich könnte man auch auf einen Schlag sehr viel mehr tun. Dass das nicht passiert, das muss jetzt geprüft werden, inwiefern das die Tatbestandsmerkmale eines Kriegsverbrechens erfüllt. Es ist natürlich erstmal eine gute Nachricht, dass die USA sich da auch einsetzt und diesen Hafen baut und jede Verbesserung der Lage ist eine Verbesserung. Aber nochmal, Hungerkrisen wirken langsam und langfristig. Die Schäden sind bereits längst angerichtet und werden auch noch Generationen an Menschen verfolgen. Wenn wir jetzt diese Schreckensnachrichten von hier aus konsumieren, wenn man so will, am Internet, dann löst es ja schnell mal ein Ohnmachtsgefühl aus. Viele wählen auch, sich ganz davon abzuschotten. Was würdest du sagen, was kann man als einzelne Person tun? Wo wird Hilfe noch gebraucht? Ich glaube, hinsehen und weiterhin kritisch bleiben ist ein ganz guter Anfang. Also ich verstehe das, wenn man sich überwältigt von Nachrichten fühlt, aber gerade der Gaza-Fall zeigt, dass öffentlicher Druck, so problematisch er an einigen Stellen auch sein mag, aber dass öffentlicher Druck schon dazu geführt hat, dass Israel mehr Hilfen zum Beispiel zulässt und die Situation der Zivilbevölkerung geringfügig verbessert werden konnte. Das heißt, ich würde sagen, wachsam bleiben, auch wenn es wehtut, sich aber auch rechtzeitig abgrenzen, bevor man komplett in die Handlungsfähigkeit überkommt. Man kann sich auch versuchen zu erkundigen, ob man irgendwelche seriösen Organisationen unterstützen kann. Aber nicht wegsehen, ja, das ist schon ein guter Anfang. Und eine gewaltfreie Kommunikation bei all dem. Oh ja. Vielen Dank, liebe Vanessa, fürs spannende Gespräch und diese Einblicke. Sehr gerne. Immer, wenn wir über Krieg sprechen, fällt unsere Satire-Rubrik der Aufränger der Woche aus. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Schreibt uns, was euch politisch bewegt und wie ihr unsere Sendung findet an woche@zeit.de. Ihr könnt uns gerne auf YouTube folgen oder auf Spotify, auf Apple Podcasts. Wir sind ja auch ein Videopodcast. Und nächsten Donnerstag fallen wir dann aus, da ist ja Christi Himmelfahrt. Aber die Woche darauf sind wir natürlich wieder für euch da. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.